Hier bei der Lidl-Maschine den Deckel ab. Und zwar muss man hier so seitlich aufdrehen. Und dann kann man den halt abziehen. Und so sieht der Deckel so aus. Hier kann man das halt hier auch. Hier kann man das auch rausnehmen. Und hier sieht es innen drin halt so aus. Die maximale Befüllung steht hier nicht drin, aber ich würde mal sagen, dass es hier der Fall ist. Der ist halt etwas breiter, aber dafür halt nicht so hoch wie der von Aldi.